Hallo, liebe Konsumenten. Was sagst du denn zu dieser ganzen Pferdefleischgeschichte? Und wir essen auch Rinder und Schwein. Und warum sollte man denn kein Pferd essen? Danke. Ich bin's wieder, euer Pferdefleischflüsterer. Lange genug konnte ich im Hintergrund arbeiten und meine Ware zwischen Chicken Wings und lecker Kotelett im Kühlregal verstecken. Und ihr habt gekauft wie die letzten Maden. Danke, liebe Konsumenten. Und danke an den Verbraucherschutz, die das erst möglich gemacht haben. Jetzt heißt es wieder Back to the Roots und rauf auf die Straße. Mein Koffer ist voll mit guten Sachen. Frisches Pferdefleisch! Also ich habe hier Pferdesalami. Magst du mal was probieren? Hm? Ja, warum denn nicht? Pony für alle! Hi. Hast du Hunger? Magst du hier Fohlensalami? Nee, wieso magst du nicht Fohlensalami? Würde ich nicht. Also, ja, aber wieso denn nicht? Ist ja wie Kuh und Schwein ist ja auch Tier. Nee, nicht so. Aber Pferde sind viel süßer. Hallo, ich wollte mal eine Alternative anbieten. Wir haben hier ganz frische Fohlensalami. Danke. Ja, ich bin ja der Meinung, Schwein, Kuh, Tier ist ja alles Tier, wollte ich gerade sagen, oder? Irgendwie schon, ne? Irgendwie schon. Also wieso eigentlich dieser Skandal? Ich verstehe es nicht. Verstehst du es? Ja. Was verstehst du daran? Na, das ist einfach unkontrolliertes Fleisch, was überhaupt mit irgendwelchen Medikamenten vollgedröhnt wurde, was wir aber nicht nehmen sollten. Und deswegen wurde es in mich drin hier. Deswegen wurde es mich auch reingepanscht, weil Pferdefleisch ist im Normalfall um einiges. Das, was du verkaufst, ist das Schwein. Das ist richtig ohne Medikamente, richtig gesund. Natürlich auch reiner Basis der Natur. Oh ja. Du hast auch von dem Pferdeskanal gehört, oder? Ja, klar. Was ist deine Meinung dazu? Das ist Schweinerei. Das ist so Pferderei. Was sagst du denn zu dem ganzen Thema? Ja, ist natürlich scheiße, ne? Schon scheiße, oder? Dass man denkt, man kauft irgendwas, was draufsteht und dann ist was ganz andere drin. Und für die Tiere sind natürlich auch scheiße. Aber weißt du, was das Gute für mich ist? Nee. Kontrolle ist ja Ländersache, weißt du? Das heißt, dass ich selbst mein Unternehmen prüfen muss. Das heißt, es kommt mir gar keiner mehr auf die Schliche, dass ich weiter ein Pferdefleisch verkaufe. Nee, warum auch? Das ist doch toll, oder? Das heißt, ich kann jetzt weiter mein Pferdefleisch verkaufen. Naja, ist schon scheiße. Und hier die Lebensmittelüberwachung, die macht dann kleine Stichproben, aber kleine Stichproben, ja, da kommt ja eh nichts so aber raus. So ist es doch aber bei allen Dingen, oder? Was sagt ihr generell zum Pferdefleischskandal? Ich finde, man sollte da nicht so drauf rumreiten. Fohlensalami, gut und günstig hier, lecker, lecker. Das ist eklig eigentlich. Ich glaube, Pony mit Käse überbacken hat euch am besten geschmeckt. Hier, welche Garantie hätte ich denn jetzt, wenn ich mir jetzt so eine Bratwurst hole, dass das hier wirklich Schwein ist und... Garantie hättest du nicht, außer mein Wort. Sag mal, was hältst du vom Aktionsplan von der Frau Aigner, der Verbraucherschutzministerin? Also ich finde es ein bisschen blöd, ja? Mehr Kontrolle, mehr Bußgeld, ja, komme ich mit meinen Sachen gar nicht mehr durch. Was sagst du? Die Klasse. Das geht ja nur um uns, ne? Also im Prinzip ist es ja unsere eigene Sicherheit. Wenn das natürlich mehr kontrolliert wird und das Bußgeld teurer wird, sind wir natürlich auf der sicheren Seite. Was glaubst du, wessen Schuld das ist? Also glaubst du, das ist die Schuld hier meiner Pony-Kollegen? Ja, oder... Der Politiker, der Sheriffs, was glaubst du? Ich denke eher, dass es an den Produktionsländern liegt und an den Sheriffs, die zu wenig kontrollieren. Das wird es wohl sein. Die Industrie, die sparen möchte. Die Industrie, die spart, das sicherlich. Und natürlich auch die Leute, die halt das kontrollieren sollten, sollten es vielleicht auch besser tun. Ich finde das ja eh, also ich arbeite im Roten Kreuz, ehrenamtlich, und ich habe schon so Sachen gesehen. Also ich finde die Lebensmittelindustrie ja eh total pervers. Was denn genau? Also allgemein so, man braucht ja eigentlich schon einen Beipackzettel für die ganzen Zusatzstoffe und Medikamente, die die Schweine kriegen in der Mast, da bräuchte man Beipackzettel und Nebenwirkungen auf reguläre Medikamente, die man vom Arzt kriegt. Kommst du jetzt bitte? Keiner will unser Fleisch. So, man versteht das, verstehst du das? Ich auch nicht. Pferdefleisch, hallo, Fohlensalami, jetzt gut und günstig, lecker hier, hallo. Ich habe mir überlegt, mit ganz neuen und frischen Ideen mich in den Markt zu schlagen. Was hältst du von Menschenschmalz und Babywürstchen? Finde ich total super. Oder? Ja. Was hältst du eigentlich von Menschenschmalz und Babywürstchen? Was ist das? Na, das ist eine neue Erfindung von mir und damit würde ich in den Markt schlagen. Und ich glaube, ich würde so richtig einschlagen. Was denkst du? Warum nicht? Oder? Ja. Ist ja auch nur Fleisch. Also heute ist Pferdetag. Probier doch mal, das ist gar nicht so schlecht. Ja, die Frau weiß, was gut ist. Du auch, ist ganz lecker. Pferdefleisch, lecker.
Das war euer Pferdefleischflüsterer. Leider konnte ich nichts verkaufen, ich verstehe auch nicht warum. Aber sagt mir, was ihr zum Pferdefleischskandal denkt und welche Meinung ihr dazu habt. YouTube, Facebook, fleißig posten. Ich und mein Pony, wir reisen jetzt weiter und sagen Ade.